leider gezwungen, heute Abend einen kleinen Mini-Imbiss zu kredenzen. Ah, welch ein Wunder. Könnten Sie mir ein besonders reichhaltiges OP richten? Aber sicher, wenn Sie mir dafür Geld geben. Ist denn die Pfeife noch zu retten? Immer noch Geld? Es kommt mir vor, als gäbe es auf der Welt nichts anderes als Geld, Geld, Geld. Ha, nur dieses eine Wort haben die Burschen im Mund. Geld, von morgens bis abends, als ob ich die Kohlen selber trunken würde. Immer noch Geld. Eine so unverschämte Antwort habe ich noch niemals gehört. Richtig. Mit viel Geld ein gutes OP herzurichten, das ist ganz einfach. Das kann jeder Gehaltsempfänger. Das kann jeder Blödmann und der dümmste Küchenjunge. Ja. Aber was ein gewitzter Koch ist, der bringt ein üppiges, erlesenes Essen auf den Tisch mit ganz wenig Geld. Ohne Geld! Ein üppiges Essen mit ohne Geld? Genau. Oh. Jawohl. Der neue Louis de Funès. Du wirst mir antworten und ich poliere dir die Fresse, du selten dummes Küchenschwein! Also wie viele Gäste werden Sie zu Tisch haben? Psst. Also bitte, wie viele Gäste werden Sie zu Tisch haben? Wir werden 8 oder 10 sein, aber rechnen wir nur mit 4. Wenn 4 davon satt werden, reicht es auch für 20. Sehr vernünftig. Na gut, dann brauchen wir also 4 Hauptgerichte, 6 Zwischengerichte, Suppe, Vorspeisen. Ich träum wohl! Mit so einer Menge Fressen kriege ich eine ganze Stadt satt! 8 Dutzend Schnecken. Hetzabschneider! Du bringst mich wohl an den Bettstab, bringen und die Nachspeise! Ich brech zusammen! Louis der Geizkragen. Machen Sie etwas, von dem man nicht viel essen kann und das trotzdem satt macht und stopft. Fettgekochte Saubohnen mit gekochten Kartoffelschalen und mit einer dicken Mehlpampe, das einem die Luft nimmt und ordentlich Gas. Und hinterher Grießbrei. Das fetzt. Das ist billig und macht satt. Der neue Louis de Funès. Louis der Geizkragen. Demnächst im Kino.